Hey liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem neuen Vlog. In diesem Vlog möchte ich eine weltberühmte Frage beantworten, die sich jeder Mensch auf der Welt mindestens einmal gestellt hat. Und zwar, gibt es einen Gott? Ich möchte hierbei keine Religion mit einbeziehen. Ich habe meine eigene Religion und ich weiß, an was ich glaube, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Sondern es geht nur um die Frage, gibt es einen Gott? Also wissenschaftlich bedingt. Lass mich euch die Frage mal so stellen. Was sagt euch künstliche Intelligenz? Sorry für die Unterbrechung, aber über 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mir wünschen, dass ihr meine Videos liked, mich abonniert und die Glocke aktiviert. Denn nur so kann ich Reichweite generieren und nur so werde ich unterstützt. Das ist alles kostenlos, das kostet euch überhaupt nichts, also bitte führt die Schritte durch, die ich euch zeige. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, wieso kommt ihr jetzt auf künstliche Intelligenz? Ganz einfach. Ich habe schon mal ein Video zu dem Thema gemacht, heute. Habe ich auch hochgeladen. Und genau da ist mir auch eine Erkenntnis klar geworden, dass wir erschaffen worden sein müssen. Und ich werde euch auch gleich langsam versuchen zu erklären, warum ich das denke. Und warum das für mich ein Beweis für die Existenz Gottes sein muss. Ob ihr das genauso seht oder nicht, das liegt ganz allein bei euch. Ihr könnt mich für verrückt halten, ihr könnt mich für dumm halten. Wahrscheinlich werdet ihr das sogar, aber es ist mir vollkommen egal. Ich weiß, dass ich nicht dumm bin oder jedenfalls nicht so dumm, dass ich nicht denken kann. Ich kann denken. Genau. Und jetzt kommen wir auch zum Thema künstliche Intelligenz. Wir Menschen arbeiten doch gerade parallel zu dem Video, was ich jetzt gerade mache, daran, eine künstliche Intelligenz aufzubauen, zu erstellen. Sie ist mittlerweile auch schon so gut, dass zum Beispiel ChatGPT Zusammenhänge versteht, also sich an Gespräche erinnern kann und generell Daten aufspeichert. Aber wie wird es in der Zukunft aussehen? Stellt euch die Frage mal. In der Zukunft, in vielleicht 50, 60 Jahren, wenn ich ein alter Opa bin oder vielleicht sogar gestorben, wird die künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten sein, dass sie autonom ist, dass sie sich von selbst weiterentwickelt und reproduziert. Aber wie soll das denn jetzt die Existenz von Gott beweisen? Das erkläre ich euch jetzt gleich. Wir Menschen, also ich fange mal mit uns an. Wir Menschen stammen ja laut der Evolutionstheorie von, also wenn man ganz zurückgeht, von Bakterien. Und diese haben sich dann weiterentwickelt in komplexere organische Mechanismen. Und zum Menschenaffen oder keine Ahnung, wie ihr das auch sehen wollt, und dann halt zum Menschen. Also Evolution zu Evolution hat sich das Lebewesen weiterentwickelt und zu dem Lebewesen gehören halt wir auch Menschen. Und jetzt steht es kurz davor, dass wir etwas erschaffen, das sich selber auch weiterentwickelt. Wir Menschen erschaffen eine künstliche Intelligenz, die sehr wahrscheinlich bald auch ein eigenes Bewusstsein haben wird. Also imstande sein wird, eigenhändig zu denken, autonom zu handeln, moralische Denkweisen verfügen, also in der Lage zu sein, moralisch zu denken und abzuwägen, was richtig und was falsch ist. Sie wird, was die Intelligenz angeht, den Menschen weit übertreffen, weil sie sich stetig weiterentwickelt, viel schneller als der Mensch selbst. Exponentiell würde ich schon sagen. Und da die Kapazität der Speichern, also iCloud und so weiter, so immens groß ist
und die Rechenleistung immer schneller und wirklich präziser wird, desto gefährlicher wird die KI für uns. Aber das ist ja auch der Punkt. Die KI hat sich nicht von selbst erschaffen. Sie ist nicht durch nichts erschaffen worden. Es gab einen Erschaffer und dieser Erschaffer, der sind wir. Wir Menschen. Wir haben die künstliche Intelligenz auf die Welt geholt. Und die künstliche Intelligenz, unabhängig davon, wie sie sich entwickeln wird, hat so gesehen einen Ursprung. Und dieser Ursprung sind wir. Warum sollten also wir Menschen, also jetzt übertrage ich das auf uns, also warum sollten wir Menschen oder generell die Lebewesen hier auf der Erde, warum sollten wir keinen Ursprung haben? Warum sollten wir keinen Erschaffer haben, der uns erschaffen hat, sodass wir uns weiterentwickeln haben können? Ergibt das überhaupt Sinn? Ergibt das Sinn, dass wir aus dem Nichts erschaffen worden sind, sodass wir uns dann weiterentwickelt haben? Es muss eine Person dahinter stecken. Vielleicht ist eine Person zu weit hergeholt, vielleicht ein höheres Wesen, was die Macht dazu hat, Dinge zu erschaffen, sodass sie ihren Lauf nimmt. Und gerade das will ich damit euch sagen, unabhängig davon, welche Religion nun die richtige ist. Für mich persönlich ist es der Islam. Aus verschiedenen anderen Gründen, die habe ich in einem Video erklärt, also in einem Video erklärt, wo ich über Islam geredet habe und warum ich konvertiert bin und so. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Es ist auch sehr negativ aufgefallen. Es gab auch sehr viele negative Kommentare. Deswegen habe ich die Kommentare abgestellt. Also nicht nur, weil die negativ waren, sondern weil auch sehr respektlose Kommentare erschienen sind. Und ich darum bat, dass man respektvoll gegenüber dem Islam und seinen Propheten sein soll. Ja, liebe Leute, hiermit habt ihr es. Es kann eigentlich nur einen Erschaffer, einen Schöpfer, einen Gott geben. Und das beste Beispiel sind wir selber. Wir erschaffen, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Wesen, aber ein Bewusstsein, das in der Lage sein wird, in der fernen Zukunft oder nahen Zukunft, ich weiß, ich kann die Zukunft nicht voraussehen, sich so weit zu entwickeln, dass sie den Menschen, was die Intelligenz angeht, überschreiten wird. Und das so sehr, dass wir Menschen ja obsolet sein werden. Wir werden nichts dagegen unternehmen können. Denkt mal, also es soll jetzt ein Denkanstoßer sein, denkt mal darüber nach. Denkt wirklich darüber nach, warum und wieso und weshalb. Ja, damit soll es auch gewesen sein. Wir haben derzeit 21.59 Uhr. Ich habe heute 2 Videos aufgenommen. Beim ersten Video ging es rein um die KI, also um die künstliche Intelligenz. Und während des Aufnehmens ist mir dann ein neues Erkenntnis klar geworden, sodass ich einfach noch ein Video machen musste. Ja. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mein Video liken, mich abonnieren und die Glocke aktivieren. Das würde mich unterstützen und das würde euch persönlich überhaupt nichts kosten. Ich würde dadurch einfach nur an Reichweite gewinnen. Ich würde generell mehrere Leute erreichen. Und dadurch, dass ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine meiner Uploads. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt das schöne Wetter. Wir hatten heute 30 Grad. Ich schwitze auch jetzt noch. Ja, dann bis zum nächsten Video, Leute.